Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. So, wir müssen jetzt plündere Enigstein. Plünderungsfortschritt. Das Niederbrennen von Häusern beschleunigt deinen Fortschritt. Das heißt also, am besten schon mal direkt eine Fackel bereithalten, würde ich mal behaupten. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Jedes Haus muss brennen. Dass sie Wigmunds Stiefel geleckt haben. Das war nicht so erfolgreich. Jetzt aber. Hey, aber! Notmänner! Notmänner! Ein Angriff! Ich brech dir das Rücken! Ich reiß die Glocke! Ich läute die Glocke. Wollt ihr die Glocke immer sabotieren? Nee, leider nicht. Ich beschäftige die Ratte. Kommt von der Seite. Ja, dann weiche raus mit der Glocke. Die Glocke! Läutet die Glocke! Nein! Bringt Alter mein Wigmund ihre Köpfe! Wir bringen Gottes Gnade! Die Glocke! Läutet die Glocke! Arsch! Kommt, Brüder! Beenden wir! So ist er packen, geht das. Ist hier eine Tür oder so? Ja, geil. So schwach, meine Freunde. Das überlebst du nicht. Ich spieß dich auf. Du bist doch schon tot. Ich töte dich. Heu, werfen wir ins Meer!
Heimische Räuber! Bereit! Ich lösch dich aus! Die Glocke läuten! Du nicht! Danke, Evo! Bitte, bitte! Komm hoch! Danke! So, wo haben wir denn noch was hier? Das geht ganz schnell! Vorne sehen. Guck mal! Da liegt noch jemand im Boden! Fahr zur Hölle! Ah, der Geruch brennender Rehdächer, glimmender Torffeuer. Achso, das war's auch schon. Proviant ist voll, okay. Schlage ich nicht gegen. Das gibt dir wieder. Ist da vorne, 71 Meter. Okay, gehe ich erstmal hin. Jetzt kann ich ja untertauchen, ah, lol. Im Kampf untertauchen, ja gut, ergibt Sinn. Reicht schon mal. Okay. Hey. Das hat sich gelohnt. Das kann Wigmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Dränger. Juhu. Das war das. Mit Leaf, Strich und Burner. Ja, machen wir erstmal das. Wo ist die gute, der gute denn? Der gute Leaf. Da unten ganz. Okay. Oh oh. Okay, ich gehe erstmal dahin. Dann gehe ich auf den Aussichtsturm und dann gehe ich weiter zu den Missionen. Hä? Auf einmal noch Feinde hier waren. Nochmal Kohlebarren. Manchmal haben die echt was Gutes dabei. Und Titan.
Ich mach das aber anders. Schnellreise. Schnellreise auf mein Schiff, dann zur Markierung und dann Raum zu starten oder sowas. Was stellen Sie die Lüfte um? Segel hoch! Segel hoch! Stimmt etwas an! Haben wir das gleich Lied am Anfang? Warum? Okay, auf geht's. Das ist noch nicht das, was wir plündern sollen, oder? Weniger Segel! Das ist das, was wir plündern sollen. Ja, ich kläre ganz da oben, weil das cool ist. Ich turn erstmal noch ein bisschen. Gefangene von uns. Morn hier sein mit dir. Danke. Erstmal alle freien, Alter. Sehr liebenswürdig. Stirb! Sehr schön. Das war richtig geplündert hier. Und gelesen. Wiegen uns an. Moment, wie gut. Tagebuch von Priester. Kaputt. Hier war noch was. Noch mehr Vorräte. Ich kann meine Dings irgendwann wieder upgraden hier.
Ist ja noch einer. Da oben. So easy. Neue Fähigkeit, Todeszeichen. Mal direkt gucken. Schon wieder auf der Seite. Was macht er denn? Halt gedrückt, um entdeckte Gegner zu markieren. Lass los, um einen tödlichen Fallsalve abzuschießen. Was liegt denn darauf? So. Wo ist noch jemand? Da vorne. Und da ist auch noch einer, okay. Boah, wenn ihr mit Pfeilen schießen wollt, dann kann ich das auch. Wo ist der andere? Easy. Da hinten wird irgendwas markiert. Oder? Jo, da hinten wird mir noch was markiert, das muss ich plündern. Also wie geht das hier? Ey, da war ich schon drin. Ein Wurf kann ich dir mitnehmen? Ich brauche Hilfe! Yeah! Du mieser Troll! Raus, meine Freunde! Nicht einen Augenblick Ruhe. Das war's! Verschwinden wir! Geil! Noch mehr Rohmaterial bekommen. Mega geil! Weil es kann, machen wir nochmal Scheiben kaputt hier. Da sind noch mehr Gefangene. Komm raus. Ihr habt die ganze Zeit Waffen, warum macht ihr es nicht selber kaputt? So. Das war das. Jetzt gehe ich dahin. Eingesammelt zum Verbessern. Ne, aber ich habe meine Waffe eingesammelt. Ach ja, das Schild habe ich ja noch. Was ich bei verbessern könnte, aber das will ich gar nicht verbessern. Feiner Hammer. Nee. Ich finde meine Echse besser.
Das sind nicht meine Leute. Okay, irgendwo wird gerade ein Horn geblasen. Ich weiß nicht. Ach, das ist das Horn, dass wir fertig sind, genau. Das Bild sind ja mal jemand anders dann. Will ich da mal hoch und dann habe ich den Aussichtspunkt. Schon ein bisschen steil hier. Schwarzer Gipfel. Oh, okay. Okay. Kann ich das voll? Guck mal, da vorne ist auch so ein kleines Dorf. Muss mal kurz da lang, kurz was gut gehen. Es geht gleich weiter, keine Angst. Es geht gleich weiter. Muss mal kurz mal was gucken. Hier rauf gehen und da rauf gehen. Okay. So, weiter geht's. So, das nächste wäre hier eigentlich dann. Eigentlich ist das ja näher dran, ne? Nee, doch. Sprich mit Birne. Ey, dann sprechen wir doch erstmal mit Birne. Komm, machen wir doch erstmal das. Ist das hier so ein Tempelritter? Legende? Ein Eifahrer. Oh, ich hoffe, der ist nicht zu stark. Was ich aber erstmal mache, speichern. Hat er gespeichert? Keine Ahnung. Aber ich habe hier Fähigkeitenpunkte. Dann speichere ich gleich hier raus nochmal. Wo war das eine, was ich machen wollte? Genau hier. Kritische Trefferchance einmal erhöht. Was ist das hier? Fernkampfschaden? Ja, ist okay. Was ist das hier? Schleichangriff? Was ist das hier? Weg des Wolfes? Ich mache mal Schleichangriffschaden. Komm, das kann man ja auch mal erweitern. Alles klar. Genau, ich wollte eigentlich nochmal speichern. Das machen wir hier rüber eben. Okay, weiter geht's. Einmal muss man halt richtig speichern. Irgendwo hier ist der Ordenstyp. Ich weiß aber gerade nicht wo. Da. Scheiße, wie stark ist der? Ich will eigentlich nicht gegen ihn kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Also schnell wirklich weg hier. Weiß man nicht, wenn ich meine Leute rufe, ob die dann herkommen und auch gegen ihn kämpfen. Das hätte ich vorher mal ausprobieren können, als ich gegen ihn eingekämpft habe. Ups, so, jetzt rennen wir. Sind welche das Feinde? Hä? Lol, schau mich so an.
Haare wachsen und die Nägel auch. Selbst wenn die Leiche schon kalt ist. Ich habe es selbst gesehen. Das ist Unsinn. Also glaubst du, dass in einem Toten immer noch ein bisschen Leben steckt? Nein, das sind die Leichendämpfe. Nach dem Tod nimmt der Geruch stetig zu und muss irgendwie entweichen. Eivor, mein liebstes Muskelpaket! Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. What the fuck, was? Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Ivar und Uba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht, doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weiß Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Hm. Was hältst du von Somas anderen Kriegern, Galin und Leaf? Ach, Leaf ist wie ein unbändiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Galen hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Okay. Wir könnten den ganzen Tag reden, aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Aber das alles erst in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.